Hallo Boys und Ghouls und willkommen bei Duell TV. Heute werde ich mit euch mal ein bisschen über hässliches Spielzeug sprechen. Und worum es da geht, das zeige ich euch jetzt. Let's go, der Waschbär. Zuallererst muss ich mich wohl beim Iggy, dem Toy Collector, bedanken. Hey, du bist umgeben von Monstern. Das ist fast so wie in der Grundschule. Ich kenne da jemanden, glaube ich, der hat auch Bock auf Monster. Und zwar It Waits TV. Denn dieser hat den Anstoß gegeben, mir Sachen hier ins Haus zu holen. So, ja, die ganz schön hässlich sind. Aber die ich wirklich gut finde. Und ja, die mich auch irgendwo catchen und berühren. Und warum das so ist, auch das werde ich euch erzählen. Wer den Iggy kennt, der wird vielleicht direkt schon wissen, worum es geht. Und zwar geht es um diese Fuggler. Aber dazu gleich mehr. Warum ich so auf Monster stehe, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Je grotesker, desto besser irgendwie. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Also für mich waren als Kind Monsterfilme natürlich die besten Filme, die ich als Kind gucken konnte. Und überall da, wo es Mutanten gab und Monster gab, ne, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Na, auf jeden Fall, so fand ich halt Monster halt immer gut, also immer schon gut. Und auch wenn es halt um Spielzeug oder Toylines ging, ne, waren halt immer halt die bösen Charaktere den guten Charakteren vorzuziehen, weil die einfach die cooleren Monster hatten und halt auch bis heute haben die Bösen halt immer auch die cooleren One-Liner und die cooleren Texte. Das hat mich natürlich schon dazu bewogen, mir auch halt seit meiner Kindheit Monster auch ins Haus zu holen. Also als Spielzeuge. Und die halt auch gut zu finden und mit denen halt zu spielen und da auch halt ein riesen Kontingent von anzuhäufen. Das war jetzt nicht nur Spielzeuge, sondern das waren halt auch Bücher oder Comics oder ja, Filme natürlich auch später. Also im VHS-Zeithalter haben meine Eltern mir halt auch immer Monsterfilme halt mitgebracht. Und ich durfte auch diese ganzen Jack Arnold-Filme früher gucken und generell so diese Science-Fiction-Monsterfilme aus den 50ern. So, das waren so die Sachen, auf die ich richtig Bock hatte. Ich möchte euch jetzt aber nicht mit meinem Background langweilen, sondern kommen wir direkt zur Sache. So, und ich hatte mich jetzt natürlich, weil ich ja auch sehr schnell zu beeinflussen bin, von dem Iggy... Das ist fast so wie in der Grundschule. Das mal mit diesen Fugglern übernommen. Ich habe das erste Video von ihm gesehen, als er das erste Mal vorgestellt hat und dachte mir so, mein Gott, die kommen mir so krass bekannt vor und dann will ich doch mal gucken, ob ich mir da nicht auch irgendwie welche von, bestellt bekomme. Gesagt, getan, im Rofu, wie er sagt, bin ich dann auch fündig geworden, allerdings nur online und habe mir dann zwei Fuggler bestellt. Und das sind jetzt diese beiden. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, aber ja, das werde ich auf jeden Fall noch in nächster Zeit machen. Und dann werden sie eigentlich zu den Fugglern ihren Opa gestellt. Und wer das ist, das möchte ich euch mal zeigen, weil es war nicht ohne Grund, dass mir die halt besonders bekannt vorkam, sondern deswegen, weil es, ich weiß nicht, ich meine, viele von euch werden da sicher schon was von gehört haben, das auch kennen. Und wenn nicht ihr, dann eure Kinder auf jeden Fall. Das sind nämlich die Ugly Dolls. Und die Ugly Dolls, das waren so Designer-Plüschfiguren aus den 2000ern. Ich glaube 2001, so haben die das Licht der Welt erblickt. Also einer von denen, der erste. Und den hat irgendein Amerikaner zusammen mit seiner koreanischen Freundin erfunden. Und das hat gar nicht lange gedauert. Also eigentlich nur 5 Jahre, bis die Ugly Dolls sogar in Amerika zum Spielzeug des Jahres, also das erste Mal zum Spielzeug des Jahres gekürt wurden. Und das muss man sich mal vorstellen, aus irgendeiner fixen Idee ist dann halt sowas Krasses geworden und so ein krasses Franchise auch geworden. Ich glaube inzwischen, ich meine, die Ugly Dolls gibt es immer noch und inzwischen werden die von Hasbro vertrieben. 2009 gab es einen animierten Trickfilm dazu. Also das ist schon richtig krass. Und das hier ist eigentlich so einer auch aus der ersten Garde noch. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon habe. Den habe ich irgendwie 2005 oder 2006 bekommen. Und das ist Icy Ice Bat. Der ist jetzt nicht blau, der ist jetzt schwarz.
Das lag aber auch daran, weil ich zu der Zeit halt das war so meine Gothic-Zeit. Den hier, den habe ich damals von meiner damaligen Freundin geschenkt bekommen. Und ich wollte unbedingt halt diese Ugly Dolls halt auch haben, weil die in mir so ein ja, die, also wie gesagt, das hatte bei mir so einen Softspot. Ich habe das gesehen und dachte mir direkt so, Alter, das ist richtig geil. Das ist jetzt nicht so kuschelig, süß und schön und ne, wie man das halt so eigentlich kannte von den Plüschfiguren von früher, sondern das war mal was anderes. Das war richtig schräg. Das war irgendwas mit Monstern und das war so hässlich, dass es bei mir was ausgelöst hat, dass ich das unbedingt ja haben musste. Und das ist jetzt hier so der Fuggler sein Großvater, will ich mal so sagen. Und genau aus diesem Grund, weil ich halt diesen Ugly Doll halt so cool fand, also schon so und auch immer noch habe, habe ich mir jetzt natürlich dem seine Enkel, die Fuggler, auch mal gegönnt. Und habe ich hier ein Messer. Ich habe jetzt hier, ich habe aber eine Schere. So, dann machen wir jetzt mal einen auf. Einfach jetzt mal so ganz prophylaktisch zu mal gucken. So. Boah, die sind ja richtig stiff. Voll gut. Das sind jetzt also die Fuggler. Also ich finde schon, dass man da Gemeinsamkeiten erkennen kann. Zwar jetzt nicht in der Größe, die sind noch ein bisschen größer. Aber auch die haben damals, glaube ich, 30 Euro gekostet. Die waren schon gar nicht so billig. Und auch von denen gab es übrigens früher Schlüsselanhänger. Und inzwischen gibt es sie auch als Vinylfiguren. Ich glaube, die gibt es sogar auch als Funko Pops. Und wie gesagt, die gibt es halt immer noch. Das finde ich richtig krass. Das mit den Zähnen, das finde ich natürlich Premium. Das ist richtig geil. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen, oder ich kann auch gar nicht so viel drüber erzählen. Wenn ihr mehr von Fugglern oder so wissen wollt, ne, dann guckt bitte bei dem Iggy so in seinem Kanal. Fuggler Time! Whee! Fuggler Time! So, ich werde den Kanal in der Infobox auch dann verlinken. Dann geht ihr da mal drauf, lasst dem lieben Iggy ein Abo da und guckt euch da seine ganzen Fuggler-Sachen an und wie er schön darin aufgeht. Finde ich prima. Achso, eine Sache noch, die ich bei den Fugglern jetzt nicht so verstehe. Ich habe natürlich mich auch versucht, schlau zu machen oder umzugucken. Habe jetzt nicht rausgefunden, seit wann es die gibt, aber die gibt es wohl schon ein paar Jährchen. Aber ich habe mir so ein paar von diesen YouTube-Videos angeschaut. Also die etwas längeren Videos, so ich habe, das ist so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, was mir diese Videos sagen sollen. Actually, you should be taking your lunch break a lot earlier, say around breakfast, because you're eating. Wait, what are you chatting about? You're actually eating into company time, and it's quite selfish eating twice a day. So, ever since the Fugglers took over the business, most of us are struggling to cope with the chaos. Welcome to Never Date a Fuggler. Usabi, usabi, usabi. The show where desperate people totally ignore the advice in the title. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, so wenn man sich diese Videos anguckt, alle durch die Bank weg, ne? So, dann, wer die Zielgruppe ist. Also die Zielgruppe sind definitiv nicht Kinder. Ich denke mal, die Toymacher sind es halt selber, die halt da den meisten Spaß mit haben. Also eigentlich, das ist schon wieder großartig, das finde ich schon wieder gut. So, abgesehen jetzt von den Ugly Dolls und von den Fugglern, habe ich letztes Jahr selber eine Art Spielzeug entworfen. Was heißt entworfen? Das kam aus einer Laune heraus, ne? Ich habe halt wieder mal so, das war letztes Jahr, ich war irgendwie krank, hatte Corona, glaube ich. Und dann saß ich so vor YouTube vor und wusste mit meiner Zeit nichts anzufangen. Und ich hatte da auch noch keine YouTube gemacht, tatsächlich. So, das fing ja erst letztes Jahr im Mai an. Das war letztes Jahr im April oder März oder April. So kurz vor meinem YouTube-Beginn. Ja, das wahrscheinlich auch aus der Zeit ist das gekommen, wo ich sagte so, nee, komm, ich muss halt irgendwas Kreatives machen. Also mache ich hier jetzt Videos für euch. Und
Das war kurz vorher noch so ein Ding. Auf jeden Fall habe ich mir dann selber mal so Super Skype gekauft und habe mir dann auch so einfach diese Tools dafür gekauft. Dachte mir so, ja, warum knetest du nicht mal einfach was? Und daraus ist dann, naja, das hier entstanden. Das ist auf jeden Fall hier Hässler Nummer 1 gewesen, den ich gemacht hatte. Der hatte auch noch ein selbst aufgemaltes Auge, wie ihr seht. So, der zweite war dann direkt schon dieser hier. Und den, das soll halt wie so eine Art Testrikel sein und den sollte man als, naja, als, als Kette um den Hals tragen. Frag mich nicht, wie ich auf sowas komme. Aber ich fand das irgendwie eklig und fand das halt auch irgendwie gut. Und dann sollte der ja auch so ein bisschen glibberig und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so feucht aussehen. Nass einfach, so eklig nass. Also habe ich ihn auch mit Epoxidharz ein bisschen so überdünnt. Und ja, und jetzt hat er so ein bisschen so, so diesen Glanzeffekt. Ja, das ist halt der zweite von meinen Hässlons. Wie gesagt, der kann jetzt irgendwie nicht schön stehen, aber den konnte man prima als Kette tragen. Das hier war mein dritter Hässlon. Das ist so eine, ja, keine Ahnung, so eine Art Kackhaufen mit, Rage-Ader. Und dann hier oben ist so irgendwie, ja, keine Ahnung, so ein, wie so ein Nabel, aus dem irgendwas Ekeliges raussuppt. Und ja, dann hat er hier auch drei Zähne in seinem Saugemaul. Ist ein bisschen warzig. Und hier habe ich zum ersten Mal ein Puppenauge verwendet. Man kann diese Puppenaugen bei Amazon ganz für kleines Geld dann halt so kaufen. Dann habe ich mir halt so die kleinsten Augen, die ich bekommen konnte, das waren so Halbschalen, so die habe ich mir gekauft für kleines Geld und habe die dann in dieses Polymer-Clay eingearbeitet. Und das Schöne ist, diesen Polymer-Clay, um den halt so hart zu machen, muss man den bei 130 Grad backen. Diese Plastik-Augenschalen, so die halten locker bis 150 Grad oder so halten die aus. Also gehen die, zerstört man die nicht im, im Backofen. Das heißt, die sind prima anwendbar auf diese, auf diesen Polymer-Clay. Und so kann man dann halt, ja, diese Hässlons machen. Das war, wie gesagt, mein dritter Hässlon. Mein vierter Hässlon war dann dieses Janus-Thema. Und das war eine Figur, soll eine Figur sein, die man von drei Seiten aus angucken kann und die von drei Seiten aus irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und dann hat die auch drei verschiedene Augen, die halt auch drei verschieden halt gucken. Einer guckt ein bisschen bekifft, einer guckt ein bisschen ängstlich und einer guckt ein bisschen, wie soll ich sagen, verärgert oder so. Und dann egal, wie man ihn hinstellt, entweder so oder so oder so, so ergibt das halt immer ein anderes Gesicht. Dann wollte ich einen etwas größeren Hässlon machen und das war halt auch der letzte, den ich gemacht habe, weil danach gab es halt ein bisschen Frust und ich habe seitdem keine Hässlons mehr gemacht, aber das erkläre ich euch jetzt erstmal. Das hier ist auf jeden Fall so der aufwendigste Hässlon, den ich auch gemacht habe. So, da wurden keine extra Zähne halt reingearbeitet, sondern da wurden die Zähne halt auch gesculpt und dann angemalt. Hier oben sind halt wieder die Puppenaugen drin. Und das Ganze wollte ich eigentlich als Vinylfigur irgendwann mal machen. Das heißt, ich habe, als der dann fertig war, gesculptet war, wollte ich den in Silikon ausgießen. Das habe ich auch gemacht, weil dann ist mir bei der Hälfte das Silikon ausgegangen, weil ich das halt falsch bemessen hatte und musste dann noch eine zweite Silikon Schicht drauf machen und diese Silikonschichten, die verbinden sich nicht. Wenn das einer hart ist und das nächste noch drauf kommt, das bleiben halt zwei Teile. Und dann, ich hatte das vorher aber in so einer ganz strammen Pappform und habe das dann weitergegossen und so, dass ich dann zwei Teile hatte. Also insgesamt eigentlich vier Teile, weil man hat dann zwei Teile gehabt und beide Teile muss man auch so aufschneiden, damit man halt hinterher die Figur dann da rausbekam. Nur leider war diese Figur habe ich vergessen, ein Trendspray zu benutzen, was ich halt nicht wusste zuerst. Und dadurch ist mir, glaube ich, ein Auge abgebrochen, das ich wieder dran geklebt habe. Dann ist es mir hier ein Finger abgebrochen, hier sind mir drei Finger abgebrochen und mir ist ein Stück am Arm abgebrochen. Wo ich dann auch dann, hier sieht man auch ein bisschen noch,
innen drin habe ich dann halt vorgeformt mit Aluminiumpapier, damit ich halt nicht so viel Polymerclay benutzen muss. Aber hieran sieht man schön, dass ich dann halt den Polymerclay noch viel dicker auftragen muss als irgendwie nur ein Millimeter. Weil dadurch hat sich dann halt hier dann, das war so straff in dem Silikon drin und ohne das Trennspray wollte ich dann halt rausmachen, dann brach der ganze Kack dann raus. Und somit ist die Silikonform unbrauchbar geworden. Und ich kann da zwar annähernd irgendwelche Gips- oder Harzfiguren rausmachen, so, aber da fehlen dann die Finger und es ist immer ein Risiko, ob man das dann halt rausbekommt, dass das Auge dann da dran bleibt. Ja, also müsste ich irgendwann nochmal neu machen. Und aber ich glaube, dass halt auch diese Figur, ich so wie ich es da gemacht habe, überhaupt gar nicht abformen kann. Sondern dass ich mir da halt noch ein bisschen Hilfe im Internet suchen sollte, wie das halt besser geht, damit ich irgendwann meine Heslons duplizieren kann. Das war's eigentlich von mir schon wieder zu meinen hässlichen Spielzeugen, die ich hier habe oder die ich halt hier do-it-yourself selber gemacht habe. Nochmal einen schönen Gruß an den Iggy. Das ist fast so wie in der Grundschule. Jetzt, wo ich meine Heslons wieder in der Hand hatte, habe ich irgendwie auch Bock bekommen, da irgendwie noch weitere zu machen. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass ich diese Heslons gemacht habe, aber ich denke, ich werde bestimmt dann nochmal ein oder zwei machen. Ideen für noch mehr Heslons habe ich auf jeden Fall. Ja, jetzt wo ich meine Fuggler gemacht habe, Ideen für noch mehr Fuggler. Und somit würde ich sagen, wäre es dann auch von mir für heute wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.